Moment. Hä? Hallo? Hallo? Ey, bist du der Homsmann? Ja. Ey, du Penner, du hast gerade eben meinen Kollegen in... Da ist der, der Freezer-Mann. Ja. Du Wichser. Was denn? Was machst du mit meinem Kollegen, du Assi? Wieso? Hä? Warum? Wieso? Ja, wie? Warum verarschst du den mal? Soll ich dir mal in die Fresse hauen? Aber ich verarsch den doch nicht. Hä? Ich verarsch ihn doch nicht. Ich verarsch ihn nicht, Mann. Halt die Nein, wir sind Freunde. Hä? Das ist nur Spaß, wir sind Freunde, Digga. Frag ihn doch. Dein Maul, Mann. Mach keinen Spaß. Nee. Aber wir sind doch Freunde. Ist ja klar. Ja, siehst du. Hä? Du bist, wir sind doch auch Freunde, oder nicht? Wir sind keine Freunde, Mann. Du hast meinen Kollegen doof angemacht. Oha. Und dafür hau ich dich, Mann. Nein. Wie nein? Hör auf. Halt deine Fresse, du Penner. Du hast den angemacht, Mann. Hör auf. Was läuft da im Hintergrund für eine Musik? Was läuft da im Hintergrund für eine Musik? Halt deine Fresse, Mann. Hä? Ich bin hier im türkischen Kaffee, Mann. Der hat mich gerade angerufen. Im Molukken-Café? Alter, Mann. Echt? Ich war letztens auch im türkischen Kaffee, ne? Wie? Weißt du mit was? Alter. Mit einer PKK-Flagge. Hast du den blöd angemacht, Mann? Blöd oder blöd? Dafür kriegst du Pflege. Was lässt denn so, du Penner? Ich weiß nicht, ich hab gerade was Lustiges gesehen da draußen. Hier draußen laufen immer so lustige Leute, weißt du? Was? Hier draußen laufen immer so lustige Leute. Ja, wo wohnst du denn? Im Bauernkopf? Ich? Ja, ich wohne im tiefsten, im tiefsten Dorf. Hä? Ich wohne im Elbental. Wie im Elben? Ja, in Elbental. Alter, willst du mich verarschen, Mann? Nein! Kennst du nicht? Elbental? Wie heißt der Kreis denn hier? Hast du den angemacht oder nicht? Nein, hab ich nicht. Dafür wirst du sterben, Mann. Hab ich nicht, du hast mich doch gefragt. Ich hab gesagt, nein, hab ich nicht. Der hat mich angerufen, der Junge wird mich nicht anlügen, Mann. Ach komm. Der Junge ist ein guter Junge. Ich mag den gerne, ohne Scheiß. Ich hatte mal was mit seiner Mutter und dann hat sie mir den vorgestellt. Halt's Maul. Okay. Der Junge lügt mich nicht an, Mann. Okay. Ich will hier die Wahrheit. Entweder lügst du oder er lügt. Und dafür kriegst du einen auf die Fresse. Und wenn er lügt? Ja, er kann nichts machen, Mann. Ja, und wenn er lügt? Er ist ein kleiner Junge, Mann. Was soll er machen? Und wenn er lügt? Hä? Wenn er lügt? Er lügt, dann kriegt er sie von mir. Und wo willst du... Aber du denkst ja, du glaubst ihn ja mehr als mir. Was? Du glaubst ihn noch mehr als mir. Als dir, Mann. Wie? Alter. Ja. Ich hau dir einen aufs Maul. Okay. Ist das klar? Okay. Du lügst oder er lügt. Okay. Ich glaub eher, dass du lügst. Okay. Weil es ist ein kleiner Junge, der kann nichts machen. Ja. Und du bist wahrscheinlich ein 50-jähriger Mann. Ja. Oder was weiß ich, was du für einer bist. Danke. Ja. Ja, Zeko, das ist live. Hä? Ah? Nee, ich hab nicht mit dir gesprochen. Wie, Mann? Hä? Wie, halt deine Fresse, Mann. Ja, okay, ja, ich bin ruhig. Du bist wahrscheinlich so einer, so hier, ja, ich bin der geilste Mann. Ich bin hier. Digga, du bist ja Menschenkenner. Was? Du bist ein Menschenkenner. Wie, ich bin ein Menschenkenner, Mann. Ja, du kennst dich gut aus. Deine Fresse, das ist ein kleines Kind, Mann. Ja, ist doch gut, okay. Ja, wie, soll ich jetzt Entschuldigung sagen? Mann. Was soll er machen? Soll ich Entschuldigung sagen? Was? Boah, mach mal bitte... Die andere Kulturmusik aus, ja? Halt's Maul, Mann. Bitte, das ist ein bisschen laut. Der Freezer, das ist ein kleines Kind, Mann. Ja. Der ist 15 Jahre. Ja. Er hat mich angerufen. Mhm. Er hat gemeint, so und so, der hat mich doof angemacht. Ja. Er hat meine Mutter wäre eine Schlampe und so. Ja. Ja, wie, ja? Das hab ich nicht gesagt. Hast du wohl gesagt? Das hab ich nicht gesagt. Wohl gesagt, du Penner. Ich hab das nicht... Was ist das hier? Alter, lüg mich nicht an, Mann. Ich hab das nicht gesagt. Das hast du gesagt, Mann. Hä? Das hast du gesagt. Digga, ich hab da nichts gesagt, Mensch. Ein kleines Kind, Mann. Ein kleines Kind. Aber ich hab da nichts gesagt. Hör mir zu, ich hab da nichts gesagt. Halt die Fresse, erst fünf. Nee, warte mal. Hey, du. 10 Jahre, Mann. Ich komme aus Indien, verstehst du? Und bei uns ist das nicht so. 10 Jahre, Mann, er kann nichts machen. Na, ja, okay, aber er hat doch bestimmt... Alter, halt die Fresse, Mann. Er ist 15 Jahre, was soll er machen? Er hat doch gedacht, er ist 19. Was soll er machen, Mann? Aber er sagt, er ist 19. Mann, halt deine Fresse, Mann, was soll er machen? Ja, ich weiß das nicht. Ey, warte mal! Hör auf, mich zu verarschen, Mann! Wo wohnst du? Wo wohnst du, Penner? Ich wohne in Kalkutta. Wo wohnst du, Penner? In Kalkutta. Alter, hör auf mich. Hallo? Mann, wo wohnst du? In Kalkutta. Wo wohnst du? Ich wohne... in Indien. In Wien, Indien, Mann! Wo wohnst du? Ja, Indien. Ich komm dahin, ich hau dir aufs Maul. In Allermachalestraße. Straße 4. Der ist Kind, Mann. Der kann nichts machen. Aber der hat doch gesagt, er ist 19. Er ist 19, Mann. Er lügt, Mann. Er ist 15 Jahre. Das ist ein kleines Kind. Er geht noch zur Hauptschule. Aber der Mutter ja nicht lügen, ne? Hauptschule, ist ein kleines Kind. Ja, der Mutter nicht lügen. Ist der Deutscher? Also, es ist ein Iraner. Iraner? 15 Jahre. Und du bist der Türke, ne? Geht dich das was an, du Penner? Oh, das war doch nur eine normale Frage.
sitzen 50 Türken, Mann. 50 Türken? Sitzen 50 Türken. Ja, das ist cool. Dann ist ja viel los da, ne? Offen, mit wem du dich anlegst. Okay. Sagst du im Guten. Pass auf, ich bin 22 Jahre alt. Okay. Ich rufe dich hier aus Scheiß an. Mhm. Wie ja? Ja, ist gut. Ja. Ich höre dir zu. Ich rufe dich nicht aus Scheiß an, Mann. Mhm. Und wenn du ihn nochmal anpackst oder zu ihm sagst, seine Mutter wäre eine Schlampe oder so. Das habe ich nicht gesagt. Ich, auf- ich habe da ein paar Zeugen. Na, ganz einfach. Aber ich habe da noch eine... Ich hab da bitte ein paar Zeugen. Komm mit 50 Türken dahin, Mann. Ja, du kannst ja mit 50 kommen, du kannst auch mit 200 kommen. Das ist mir egal. Ich gehe sowieso. Ich ja, bin, hör mir zu. Übermorgen, ich bin sowieso abgeschoben. Ich bin übermorgen sowieso abgeschoben. 50 Jahre alt, Mann. Wie alt bist du? Ich komme mit 50 Türken dahin. Ja, du kannst da mit 200 kommen. Ich bin was? Morgen eh abgeschoben. Ja, ich kann doch meine letzte... Bude? Ja. Kannst du, dann gehört sowieso nichts mehr mir. Das ist dein Ende, Mann. Also pass auf, was du zu ihm sagst. Ja. Ja, wie ja? Ja, okay. Ist klar? Ja. Klar? Okay. Gut, haben wir uns verstanden? Haben wir. Ich sag dir, es ist ein kleines Kind. Ja, ist doch gut. Er ist in der Hauptschule. Ist doch gut, Mensch. Mein Herz geht kaputt, wenn du mit so redest. Mann, halt bloß dein blödes Maul. Oh, bitte hör doch mal auf jetzt, okay? Ich muss da jetzt auflegen, weil ich habe ja nur noch... Wo wohnst du? Ich wohne in Itzehoe. Wo? Itzehoe. Wo ist das? Hamburg. Hamburg, gut. Ja, du, und du? Gut. Und du? Ich wohne in Nordrhein-Westfalen. Und W oder M? Duisburg, Mann. Rheinhausen. W oder M? Rheinhausen, Mann. Ja, W oder M? Was, W oder M? Ja, bist du W oder M? Wie W oder M? Ja, bist du W oder M? ASL, Digga. Hä? Bist du weiblich oder männlich? Alter, willst du mich verarschen, du dreckiger Bastard? Pass auf, mit wem ich alle gespannt. Ich komm deinem Leben stören, Alter. Ich bin 22 Jahre. Ich ruf dir nicht umsonst. Okay, pass auf. Ich ruf bei dir nicht umsonst an, Mann. Beschreib dich mal. Beschreib dich mal. Ich komm dahin, ich zerbomb deine Bude. Beschreib dich mal. Alter, wie? Ich beschreib deine Fresse, Penner. Wir werden es sehen. Okay. Ich hab deine Nummer gescannt. Okay. Ich weiß, wo du wohnst. Okay. Ich hab deine Nummer gescannt. Ja. Den Scanner am Laufen. Mhm. Ich bin 22 Jahre, ich verarsche dich nicht. Ja. Und dafür kriegst du eine so derb auf Maul, Mann. Mhm. So, und ich sag's dir nochmal, der Freezer, der ist... Und was ist, wenn ich mich entschuldige? Hm? Was ist, wenn ich mich entschuldige? Entschuldige, du kannst dich nicht mehr entschuldigen, Mann. Warum denn nicht? Du hast eben gesagt, fick deine Mutter. Ah, hab ich nicht gesagt. So, halt deine Fresse. Und sag das hier Mann, nicht. Man, lüg mich nicht an, Mann. Oh, ich schwöre, sowas sagt man nicht. Mann, der Junge wird mich nicht anlügen, Mann. Digga. Er ist 15 Jahre, er geht zur Hauptschule. Bitte. Ja, ist doch gut. Ich entschuldige mich dann bei ihm, okay? Okay? Ja. Haben wir es jetzt geregelt oder soll ich... Nee, wir haben es geregelt. Muss mir nicht in die Schnauze hauen, okay? Gut. Alles klar. Alles klar. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, ne? Was? Einen schönen Tag wünsche ich dir noch. Was, wie einen schönen Tag, Mann? Ja. Okay, tschüss einfach, okay? Ey, wie heißt du, Mann? Ich? Ja. Ich heiße Ranjit. Wie? Ich heiße Mr. Singh. Was? Ich heiße Peter. Wie Peter, Mann? Ja, Peter. Du bist doch ein dreckiger Ausländer, du Bastard. Nee, ich bin Peter der Meter. Ja, Peter. Petter. Also, bei uns sagt man, in Indien sagt man Petter. Petter? Ja, Petter. Und du was? Mich nicht mal. Nein, in Deutschland sagen sie Peter. Mann. Ist so, hä? Ich bin 22 Jahre. Okay. Gut? Ja, gut, alles klar. Ich lege jetzt echt auf, okay? Hä? Ich muss jetzt echt auflegen. Was musst du machen, Mann? Ja, ich muss noch hier weitermachen, ne? Was denn? Ich bin hier gerade mit drei Frauen am Start, weißt du, und da ist nicht so viel Zeit zu telefonieren, okay? Aber du kannst ja nachher vorbeikommen, Digga, dann nehme ich dich auch nochmal dran. Tschüss! Du Bastard, du Fängst. komm doch, Etchi, Betchi, Betchi. Aufgelegt, oh, okay, alles klar, Leute, wer ist noch am Start hier? Yeah, wo sind denn die Gnadenlosen?